Im Namen der Band sage ich vielen Dank und willkommen zu diesem Konzert hier heute Abend. Was Sie gerade gehört haben, war Musik aus 7 Jahrhunderten und zwar simultan, also gleichzeitig. Fragmente, Skizzen, übereinander geschichtete Aphorismen aus 7 Jahrhunderten, die improvisiert wurden. Und das mündete in ein Stück des jungen Edgar Varèse. 23-jährig schrieb er dieses Stück Un Grand Sommeil Noir. Varèse, der ja selber auch ein altes Musikensemble hatte, der die Musik der Renaissance und des Mittelalters schätzte und trotzdem ein solcher Neuerer war, könnte eigentlich auch als eine metaphorische Figur für diesen Abend stehen, nämlich der Gedanke, dass Musik und das Berührtsein von Musik die Jahrhunderte und die Moden und die Stile überschreitet. Und so ist das nächste Stück, was wir spielen wollen, aus der Feder von Guillaume de Machaut. Das heißt, ein Stück, was 700 Jahre alt ist und sich mit dem Thema der unbeantworteten Liebe auseinandersetzt. Lasse. Viel Spaß. Thank you.
Dido und Aeneas von Henry Purcell ist eine Oper, die ich liebe. Und es gibt diese wunderbare Arie, während der Dido ihren Lebensatem aushaucht. Ein wunderbares Stück Musik. When I'm Late in Earth, gefolgt von einem Stück, was eigentlich nur auf einem Motiv von Richard Wagners Parsifal beruht, und zwar das Glaubensmotiv. Und zur selben Zeit, wo der Wagner da sein Parsifal baute, gab es den Lord Tennyson. Das ist ein britischer Autor des viktorianischen Spätromantizismus, und der schrieb The Idols of the King. Und in diesen Idols gibt es eine Geschichte über den Heiligen Gral, Holy Grail. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben den Text von dem Tennyson genommen und die Musik von dem Wagner, eigentlich als sowas, was wir als Jazz-Standard bezeichnen würden, aber am Ende läuft alles auf was ganz anderes hinaus. Viel Spaß erstmal bei Purcell und dann bei Wagner und Tennyson. No trouble, no trouble.
Umbau. Die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne sind alle Studierende der Jazzabteilung der HMT. Und ich hatte das große Vergnügen und den Spaß und auch die Freude, mit denen zusammen dieses Semester gemeinsam zu arbeiten. Wegen Corona hatten wir viele Möglichkeiten, Kleinstkammermusikbesetzungen auszuprobieren, was wir auch gehört haben. Bassklarinette und Gesang und ohne Schlagzeug und so weiter. Und das war eigentlich ganz toll, weil so hatte ich das gar nicht geplant, aber es hat mich auf ganz neue Ideen gebracht. Das heißt, als Improvisator muss man eigentlich auch immer mit der Situation irgendwie umgehen. Und das fand ich in dem Fall eine große Herausforderung, aber eine große Inspiration auch. Und ich bin auch den Studierenden dankbar, dass sie sich darauf eingelassen haben. Das erste Ensemble, das ich gespielt hatte, beschäftigte sich mit dem European Songbook aus 7 Jahrhunderten. Und nun haben wir eigentlich zwei Klaviertrios, die einerseits viel improvisiert haben, andererseits Stücke von mir, die ich einfach mitgebracht habe, gespielt haben. Und da gibt es einen Pianisten, den Johannes Wasikowski. Einmal bitte aufstehen, der kommt gleich noch auf die Bühne. Einen Applaus bitte für Johannes. Der schon hier am Klavier sitzt, ist Simon Lukaciu. Leo Zwiebel am Bass.
Und Raphael Schuster am Schlagzeug. Musik behaupten ist ja das Motto dieses Abends. Das bedeutet, man stellt sich einfach hin und spielt. Tatsächlich, wir dürfen das, wir können das, weil wir improvisieren. Und das werden die drei jetzt tun. Viel Spaß. Thank you.
Johannes Wasikowski am Klavier. Wir hörten eben diese freie Impro, die ging nach Moving Along und dann nach R2-D2, also eine Hommage an so eine Figur, die manche kennen mögen. Das nächste Stück heißt Satie, einfach weil Satie toll ist. Und danach kommt Kyoto Mon Amour Number 5. Viel Spaß!
Bukowski, Klavier. Kommt zum letzten Block unseres Abends gemeinsam. Die Protagonisten und Protagonistinnen nicht, doch auch, betreten die Bühne und bewedeln dich auch hier. Ich finde es toll, dass sie da sind, trotz der Temperaturen, dass wir hier gemeinsam Musik hören, da wo es wieder möglich ist. Ich muss sagen, es ist schon wirklich ein ganz tolles Gefühl. Also vielen Dank, dass Sie da sind bei der Musik. Dankeschön. Der Titel passt jetzt auch dazu, und zwar Nuit Blanche, aus einem zweiteiligen Zyklus von Claude Debussy für Klavier und Sopran. Das erste Stück davon haben wir arrangiert in mannigfaltiger Hinsicht. Nuit sans fin. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen vielleicht auch schlaflose Nächte haben, jetzt so, wo es so heiß ist. Jedenfalls ist uns dieses Stück irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen, und dieses Musikbehaupten haben wir da wörtlich genommen, weil wir haben dieses Stück dreimal interpretiert, arrangiert, vertont, und diese drei Versionen möchten wir Ihnen vorspielen. Und das erste ist wahrscheinlich am weitesten weg, wie man überhaupt von dem Original sein kann, aber man wird es kaum glauben, eine tiefe Verbindung, eine Geborgenheit in der Musik Debussys kann man vielleicht noch nachspüren. Sind wir alle da? Gregor? Gregor Remme-Nicolai. Ah, jo. Das gibt mir nochmal die Chance, auch die Musiker vorzustellen. Moritz Lang kennt sie schon, Lorenz Berger kennt sie schon, aber sie kennen noch nicht. Gregor Remme-Nicolai am Bass. Und Diego Wiechert an der Gitarre. Felix Lopp kennt sie auch schon. Gut. Das erste Stück, eigentlich, wie war das? Wir hatten Flageolets am Anfang und irgendwie hat dann Moritz gesagt, guck mal hier, das kann ich da spielen. Und dann haben wir alle gesagt, krass, ja, wie geht das denn? Mikrotonal, wir verstimmen jetzt mal die Gitarren, wir probieren, was passiert. Oh, das klingt krass, wir lassen es mal so. Bass kommt dazu, und das hat sich dann so verselbstständigt. Und das ist das Schöne, es gibt keine Autorenschaft mehr bei diesem Stück. Sondern es ist wirklich ein gemeinschaftliches Werk. Viel Spaß. Thank you.
Und zwar ein Werk von Krzysztof Komeda, einem polnischen Komponisten, der leider früh gestorben ist, der eigentlich die wichtigste polnische Jazzplatte eingespielt hat, nämlich Astigmatik 1965. Und wir spielen das Stück Katorna da draus. Und Thomas Stanko hat da live hat das Album mitgespielt, Günter Lenz. Und tatsächlich mit beiden konnte ich auch spielen und habe irgendwie versucht, den Spirit irgendwie weiterzugeben. Jedenfalls spielen wir jetzt Katorna. Nachher kommen nochmal bitte alle, nachdem wir was gespielt haben, alle, die gespielt haben, mit auf die Bühne. Da verbeugen wir uns nochmal. Und jetzt Katorna. Viel Spaß. Thank you.
Dank. Wir holen die gleich nochmal rein zum Applaudieren. Jetzt habe ich nämlich noch, was ich sagen wollte. Ich möchte herzlich dem ZFGM danken, dass wir hier heute spielen konnten. Besonders Fabian Levy. Einen Applaus bitte. Ja, danke. Und viele Leute haben mitgeholfen. Sebastian Molina hat mitgeholfen. Hier, ganz toll. Steffen Seibert. Ja. Da ist er da hinten, genau. Steffen Seibert am Ton. Und Steffen hört ja bald auf. Aber er hat Stefan mitgebracht. Stefan Borneu, unser neuer Kollege. Einen Applaus bitte. Sebastian, ich habe Stefan gesagt, das ist mein Fehler. Entschuldigung. Sebastian Borneu, einen Applaus. Toll, dass Sie hier sind, hier waren. Es ist wunderbar, auch bei diesen unglaublichen Temperaturen. Ich hole nochmal die Band rein und wir applaudieren nochmal. Band! Nochmal reinkommen bitte! Einen Applaus!